Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie man im Seat Leon die Beats-Soundanlage upgradet mit Subwoofer und so weiter. Diesmal geht es um den Seat Leon mit Standard-Soundsystem. Das heißt, vorne zwei Hochtöner, zwei Tieftöner, zwei Hochtöner hinten und zwei Tieftöner hinten. Und sonst hat dieses Fahrzeug nichts drin. Kein Central Speaker, keinen Subwoofer, also richtig Banane. Und wir machen da jetzt mal eine neue Endstufe rein, einen neuen Subwoofer. Bis zu neuen Lautsprecher natürlich ergänzt, dass wir auf das gleiche Endergebnis kommen, wie wir beim Seat Leon mit Beats waren. Das heißt, der Sound wird granatenmäßig geil sein und wir zeigen euch perfekt in allen Details, wie man das Ganze installiert und wie es sich danach auch anhört. Herzlich willkommen bei AS24, eurem Online-Shop für geilen Sound im Auto. Unser Soundsystem für dich ist so vorbereitet, dass alle Stecker und Kabel soweit passen für dein Auto und nur noch per Plug-and-Play integriert werden müssen. Deswegen gebe ich dir einen Zeitvorschlag, was du wahrscheinlich brauchen wirst, so zwischen 2 und 3 Stunden, um die Endstufe und einen Subwoofer zu installieren und vielleicht weitere 3 Stunden, um deine Türlautsprecher zu installieren samt Türdämmung. Dieses Sound-Upgrade stellen wir euch in verschiedenen Sound-Varianten zur Verfügung. Wir fangen an mit Variante V1, das heißt, wir ergänzen lediglich die 6-Kanal-Endstufe mit 6x60 Watt reine RMS-Leistung nach mit unserem Kabelkit, den wir jetzt nur noch per Plug-and-Play zwischenstecken müssen. Und wir ergänzen das Fahrzeug mit einer Subwooferleitung, weil ein Subwoofer hat dieses Fahrzeug bisher nicht gesehen. Deswegen müssen wir das ergänzen. Unsere Endstufe haben wir so vorprogrammiert, weil es ist ja eine DSP-Endstufe. Das heißt, wir können die Endstufe und jedem Lautsprecher einzeln sagen, wie viel Leistung, mit welcher Frequenz, mit welchem Equalizing das Ganze eingestellt sein soll. Und wir haben das komplette Sound-File für dieses Fahrzeug, für den Seat Leon 5F, bereits fix und fertig auf dieser Endstufe drauf programmiert. Das heißt, ihr nehmt die Endstufe, steckt die an und damit ist für euch dann das Thema quasi schon erledigt. Wir zeigen euch natürlich jetzt in diesem Video auch genau, wie das Ganze installiert wird. Aber das wäre die Variante V1, wenn ihr einen Woofer nehmen möchtet nach eurer Wahl und sagt, ich möchte jetzt nicht auf V2 gehen. Die V2 hat nämlich im Set bereits inbegriffen unseren Drive 10 BRP. Das ist ein 25 cm Subwoofer mit Bassreflexöffnung für extrem tiefe Bässe und der ist so gebaut, dass der in der Reserveradmulde verschwindet und sozusagen unsichtbar eingebaut werden kann. Wenn der Woofer für euch aus welchen Gründen auch immer nicht in Frage kommt und ihr sagt, ich möchte lieber meinen alten Woofer, der noch im Keller steht, installieren, den möchte ich verwenden, achtet bitte darauf, dass die Abschlussimpedanz, wo ihr den Woofer nachher anschließt, mit Plus und Minus, 2 Ohm haben muss, damit die perfekte Performance von der Endstufe rauskommt. Weil genau das hat unser Drive 10 BRP und deswegen ist es die perfekte Symbiose. Und das nennt sich V2, damit habt ihr Endstufe und Subwoofer schon drin und eure Originallautsprecher laufen jetzt auf richtig Hochtouren. Und wer jetzt noch einen draufsetzen mag, dem haben wir auch schon im letzten Beats Seat Leon Video gezeigt, wie man auch die Lautsprecher dementsprechend austauschen kann. Wir haben nämlich für den Seat Leon auch neue Lautsprecher, die es echt gewaschen haben. Die haben einen fetten Antrieb mit dabei, da ballert es mal richtig in der Türe. Und wir haben neue Hochtöner mit einer speziellen Aufnahme konstruiert, die einfach zum Umschrauben sind. Und wer sich jetzt sagt, das Thema ist voll geil, ja, das hätte ich gern, das wäre dann die Version V3. Der kann sich das Seat Leon Video anschauen, wo es um das Beats Soundsystem geht. Da zeigen wir euch ganz konkret, wie man dieses Lautsprechersystem nachrüstet, sogar mit der Türdämmung, die in V3 natürlich auch mit dabei ist, dass ihr ein Set habt, das ihr einmal an einem Samstag oder wie auch immer einbauen könnt und einen Riesenspaß in eurem Seat Leon 5F habt. Nur um das nochmal klarzustellen, wer V1 und V2 einzeln kauft, der betreibt damit seine originalen Lautsprecher und einen neuen Subwoofer damit.
V2 lässt sich exakt mit der gleichen Endstufe betreiben. Wenn also die Lautsprecher vorne komplett ausgetauscht werden und die Türen gedämmt, dann brauchen wir nur hier einen Schalter umlegen und unsere Endstufe sagen, wir haben jetzt Variante V3. Und hier darf ich euch den Gabriel vorstellen, unseren Support-Chef. Der wird euch jetzt zeigen, wie das Ganze installiert wird. Der hat nämlich auch einen riesen Spaß, das Ganze einzubauen. Und ich gehe dabei einen Kaffee trinken. Dann legen wir schon los. Die Radioeinheit beim Seat Leon 5F befindet sich hier im Handschuhfach. Den müssen wir nicht ausbauen, nur die Radioeinheit entklipsen. Dafür habt ihr von uns Werkzeug im Lieferumfang. Diese Seitenverkleidung muss entfernt werden. Es gibt hier unter dem Handschuhfach noch eine Abdeckung mit 3 Schrauben. Die machen wir lose. Achtet bitte auf diese Lampe, die muss entklipst werden, sonst kriegt ihr die Abdeckung nicht weg. Zu guter Letzt machen wir noch dieses Stück vom Seitenschweller auch noch weg. Jetzt müssen wir natürlich die Radioeinheit ausbauen, um den Plug-and-Play-Kabelbaum integrieren zu können. Dafür braucht ihr diese 2 Entriegelungsschlüssel, die im Lieferumfang dabei liegen. Das ist ja ein Plug-and-Play-Kabelsatz speziell für dieses Fahrzeug und auch für die DSP6. Das ist im Endeffekt das Gegenstück von dem Originalradio, das kommt hier hin. Dieses Stück kommt wieder in das Radio rein. Die Kabelpeitsche, die zu DSP6 führt, muss natürlich hier hinten rein. Etwas nach oben hinzwingen und dann Richtung rechte Seite. Mit der anderen Hand, mit der rechten Hand, könnt ihr natürlich von dieser Seitenverkleidung zugreifen, die wir entfernt haben, und könnt auch schon den Kabelbaum zu euch herziehen. Jetzt haben wir diesen Kabelbaum hier rübergereicht auf der rechten Seite, wo die Endstufe eingebaut wird. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass dieser Quadlock-Anschluss, diese größere, die 2 Blöcke hier auch irgendwo mit verschwinden, damit die Radioeinheit wieder hinten reinpasst. Und dazu müsst ihr diesen Block nach oben Richtung Armaturenbrett hinbiegen. Da ist ein kleiner Platz dafür vorgesehen, der passt auch dort rein. Ihr braucht einfach nur ein bisschen Fingerspitzengefühl. Achtet bitte darauf, dass die Quadlock-Stecker zumindest oben in die Mulde, in das Loch zuerst verstaut werden, bevor du praktisch den Hauptanschluss an deine Einheit wieder einsteckst. So tust du dir es leichter beim Einbauen und musst das Radio nicht öfters rein und rausschieben. Wir haben jetzt auch ein bisschen länger gebraucht als gedacht, aber jetzt sollte das Radio wieder einklipsen. Diese Anschlusskabel für die DSP6 könnt ihr dann einfach hier neben dieser Metallführung nach unten ziehen und schon gelangt es an dem Einbauort, wo die DSP6 später mal hinkommt. Unser Kabelbaum ist jetzt schon verlegt und an richtiger Ort und Stelle. Jetzt müssen wir natürlich mit dem Subwoofer-Kabelbaum von hier vorne nach hinten fahren für den optionalen Subwoofer, den ihr anschließen möchtet. Dazu haben wir schon diese Verkleidung entfernt. Hinten im hinteren Teil müssen wir natürlich die Rücksitzbank ausbauen. Die Sitzbank ist weder verschraubt noch verankert, die ist im Endeffekt nur geklipst. Und dafür müsst ihr einfach hier von unten kräftig nach oben ziehen, bis es Klick macht. Das gleiche auf der anderen Seite. Und schon könnt ihr die Sitzbank entfernen. Ein wichtiger Punkt beim Ausbauen der Rücksitzbank ist, sie wird auf einer Seite ganz einfach und bequem rausgehen. Hier entweder am Anfang oder am Ende nicht so. Dafür müsst ihr einfach nur mit der kompletten Sitzbank einmal nach hinten und dann könnt ihr sie schon entfernen. Mit unserer Spezialwaffe, Durchzugsband, können wir natürlich von hier hinten nach vorne hinfahren, wo wir die Seitenverkleidung der Türschwelle entfernt haben, und ein paar Mal probieren, bis das gelbe Kabel vorne zu sehen ist. Und schon sind wir vorne angelangt mit dem Durchzugsband. Eine Rolle Isolierband legen wir euch auch mit rein, damit ihr das Subwooferkabel mit dem Isolierband mit dem Durchzugsband verbinden könnt und es wieder nach hinten ziehen Richtung Kofferraum. Das Subwooferkabel ziehen wir jetzt einfach nochmal unter der Rückbank in den Kofferraumbereich rein und installieren den Subwoofer. Um den Subwoofer installieren zu können, müssen natürlich solche Sachen raus aus der Mulde, weil er den Großteil der Reserveradmulde in Anspruch nimmt. Und wenn ihr euch fragt, wohin mit den kleinen Teilen, könnt ihr euch so eine Bag bei uns kaufen, die Teile reinmachen und das neben dem Subwoofer platzieren. In der Reserveradmulde habt ihr natürlich eine Möglichkeit, den Woofer zu befestigen. Dafür legen wir euch eine Gewindestange mit so einem T-Stück und eine Mutter zum Anschrauben bei. Die Gewindestange ist eingehängt und ist stabil. Jetzt können wir natürlich auch den Woofer einsetzen. Im Lieferumfang des Woofers sind solche Klebepads, so kleine Dämmstreifen dabei. Die solltet ihr auf jeden Fall im unteren Bereich vom Woofer anbringen, damit er schön gedämmt wird und der Woofer eine richtige Auflagefläche hat.
Der Subwoofer hat ein Anschlussterminal mit Rot und Schwarz, natürlich Plus und Minus. Und das Pluskabel aus dem Subwooferkabel ist das blanke, blaue Kabel und das mit dem schwarzen Strich ist das Minus, also Rot und Schwarz. Also wir haben jetzt festgestellt, dass die Gewindestange etwas zu hoch rausragt, obwohl die ganz nach unten gedreht wurde. Wir müssen sie natürlich jetzt wieder rausnehmen und einen Zentimeter wegfetzen. Der Subwoofer ist jetzt installiert bzw. in die Mulde angebracht. Die Gewindestange haben wir nicht weggeflext. Wir haben sie mit einer Handsäge weggemacht. Das geht natürlich auch. Jetzt geht es darum, wer mag, kann noch das Subwooferkabel im Kofferraum ein bisschen mit so einem schwarzen Panzertape überkleben, ein bisschen schöner gestalten, wenn das Blau euch stört. Servus Leute, jetzt bin ich wieder. Ich bin vom Kaffeetrinken zurück. Sagen Gabi danke fürs Einbauen bis hierher. Der macht nämlich hinten jetzt wieder alles dicht. Ich zeige euch jetzt noch die letzten Schritte hier vorne an der Endstufe, was hier überhaupt zu beachten ist. Ich habe euch schon gesagt, auf dem Schalterstellung 1, das ist die Schalterstellung für alle V1 und V2, die die Originallautsprecher noch drin haben, perfekt abgestimmt. Und Schalterstellung 2 ist dann, wenn wir unsere Option-Lautsprecher abgegradet haben und natürlich auch noch viel mehr Bass in den Türen herausholen können. Also 1 und 2, nicht vergessen. Der Control 1, das Poti, das ist Rechtsanschlag, hat es einen High-Pass-Filter bei 67 Hertz. Das heißt, wir nehmen uns den Bass von den Frontlautsprechern im Tieftonbereich ein bisschen weg. Es ist natürlich immer noch Bass da. Linksanschlag heißt, wir nehmen einen Teil des Basses tatsächlich aus diesem Lautsprecher raus, damit der nicht so viel Bass machen muss. Er wird auf jeden Fall Bass machen, aber wenn ich den Kontrollregler 1 auf Richtung Linksanschlag drehe, dann geht er bis 37 Hertz runter. Das heißt, er macht extrem viel Bass da drin, was sich natürlich immer erstmal ganz gut anhört, aber wenn ihr ziemlich laut dreht, auf einmal fängt die ganze Türverkleidung zum Vibrieren an, zumindest noch mit den Originallautsprechern, wenn die Türe nicht gedämmt ist. Also deswegen gibt es den Control-Regler 1, könnt ihr für euch ein bisschen abstimmen, wie viel Bass tatsächlich auf den Tieftönern in der Türe rauskommen soll. Und Control 2, das ist nichts anderes als der Subwoofer, der ist ganz links ganz leise und ganz rechts am lautesten. Könnt ihr nach euren Wünschen einstellen. Am besten fangt ihr mal bei ganz laut an und wenn es euch zu laut ist, dreht ihr den ein bisschen zurück. Jetzt können wir unseren Systemstecker an der Endstufe anbringen, genauso den Subwoofer anstecken. Und jetzt versuche ich euch noch zu erklären, wie die Endstufe da unten rein muss. Hier unten, man sieht es auf der Kamera gar nicht, das können wir uns gerade sparen, die Bilder. Hier dran ist ein riesen Kabelbaum, der hier so vorne dran ist, zwischen Außenwand und hier ist der Kabelbaum. Und genau da zwischendrin schieben wir die Endstufe rein und da bleibt die auch stehen und stört niemanden. Und wackelt nicht, das ist alles schön weich da hinten drin, perfekt. Und wir können jetzt die Kabel hier noch auf die Seite machen und die Verkleidungsteile und auch die Lampe hier wieder anmontieren. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass unsere Clips genau in der Fuge drin sind, man sieht es sehr gut, die alle schön ausrichten und erstmal so platzieren. Und jetzt können wir diesen Teil, der muss wieder in diese Fuge da unten drin rein. Und jetzt können wir auch alles festmachen und mit dem Gummi wieder drüber ziehen. Unser DSP-Setting ist so eingestellt und so vorprogrammiert von uns, dass ihr an den Klangeinstellungen, in den Klangeinstellungen, den Equalizing auf 0 auf Flat lassen solltet. Das DSP-Setting ist als Soundfokus auf den Fahrer abgestimmt und natürlich bei Balance Fader haben wir den Mittelpunkt hier. Alter Scheiß! Heftig. Das ist richtig geil, ja. Ah, gerade für junge Leute, oder? Wer fährt so ein Auto? Wahrscheinlich viele Junge. Ja, ich bin viel zu alt für den Scheiß, glaube ich. Aber ich bin jedes Mal wieder geil begeistert. Ja. Wenn es so richtig abartig geil. Auf die Nuss ist das. Geil. Vor allem pegelfest, gell? Vollgas auftreten, immer noch klar und einen richtig geilen Sound, also top. Also das Ganze klingt auch viel brillanter. Die Stimmen, also ich kenne die Anlage ja jetzt schon länger, die sind auch viel mehr
wie sagt man dazu, das ist ein Körper, der vor mir singt und nicht nur irgendwas, wo aus den Lautsprechern rauskommt. Mhm. Und auch die Stimmen oder die Höhen sind viel brillanter. Das Ganze klingt schon mal viel freundlicher. Viel präsenter einfach, ja. Halt, ja. Mhm. Unter anderem, dass es auch massiv viel pegelfester ist. Oh ja. Das ist echt Man muss Wahnsinn. Auch hinzufügen, wir hören gerade die Option V3 an. Also alles, was geht. Ja, da ist jetzt alles drin, ja. Was geht, Leute. Mehr geht halt einfach. So in der Variante nicht mehr, mhm. Aber ich glaube, da braucht man sich nicht verstecken. Also ich finde es mega, ich bin eher so der Pegelhörer, also ich mag es einfach laut, aber es muss einfach nur präzise sein und der Punch muss da sein und das ist auf jeden Fall hier sehr gelungen, ich finde es mega geil. Was für eine krasse Scheiße. Also Leute, lasst gefälligst ein Abo da oder wie heißt es so bei anderen YouTubern? Daumen hoch. Daumen hoch, haut einen Kommentar unten rein. Wir wollen wissen, ob euch die Videos gefallen. Hat der Gabriel alles richtig montiert? Ich bin auf eure Stimmen gespannt. Ich nicht. Ja, ansonsten sagen wir... Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.